So, wir sind mitten in der Fußgängerzone hier, Konstanz. O2-Shop direkt hier ist in der Husenstraße und ich freue mich ganz besonders, den Inhaber hier vorstellen zu können, Wolfgang Münkel. Wolfgang, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir heute eingeladen sind. Und wir wollen ja so ein bisschen mal sprechen über die Neuheiten hier, was es an den O2-Neuheiten gibt, über neue Smartphones, über neue Tablets. Aber vielleicht mal, du hast ja nicht nur den Shop hier in Konstanz, du hast ja noch mehrere Jobs, oder? Jawohl, ich habe mehrere Shops. Ich habe den Shop in Singe in der Hegerstraße 30, dann den Shop in Sigmaringe in der Fürst-Wilhelm-Straße und in Tübingen in der Ammergasse, genau. Jetzt wollen wir mal sprechen über die Neuheiten. Also ich bin ja, wir natürlich dank von O2, schon stolzer Besitzer vom Experience Z1. Aber ich habe jetzt gerade von dir gehört, es gibt ja schon eine neue Generation, das Z3. Was hat sich denn so geändert jetzt an Updates oder gibt es da spezielle Neuheiten, was das Smartphone betrifft? Also Updates dahingehend, sie haben extrem verbesserte Akku-Standby-Zeit, nochmal vom Z1 zum Z3, das ist sehr stark verbessert worden. Dann verschiedene Apps, wo man anwenden kann, gerade auch dieses Rantastic, das benutzt du ja selber schon dementsprechend auf deinem Handy und bist, glaube ich, auch damit recht gut zufrieden. Und da sind jetzt mehr Applikationen noch dazugekommen, wie auch, was jetzt immer mehr Trend wird, sind diese Armbänder zum Laufen, wo ein Herdmesser und solche Geschichten. Ne? Also das ist sehr stark im Vormarsch. Ja, es ist mir auch schon aufgefallen, wobei ich ja noch nicht im Besitz von einem solchen Armband bin. Ich bin so mehr so schon auf das Fantastic von der mit dem sehr zufrieden, also auch mit dem Handy. Also kann man nur sehr empfehlen, vor allem was natürlich in meinem Fall sehr entscheidend, sehr wichtig ist, dass es wasserdicht ist. Ich bin ja schon einige Male schon jetzt im Dauerregen gelaufen. Draußen, es gibt eine schöne Aktion hier und unschwer zu erkennen, ganz klar, hier ist der Weihnachtspunsch, die Vorweihnachtszeit hier in Konstanz in der Fußgängerzone. Und wenn ihr mal hier links und rechts schaut, ist natürlich die Hölle los. Eine Frage ist, sind Sie im Besitz eines Smartphones? Ja. Darf ich fragen, welche Generation Smartphone Sie verwenden? Das iPhone 5. iPhone 5. Sind Sie zufrieden? Ja, sehr. Benutzt ihr auch ein Handy oder ein Smartphone? Ja. Welche Generation? HTC One habe ich. HTC One. Vorstellen, mit wem habe ich das Vergnügen hier? Bernd. Ich bin der Bernd. Du bist der? Hakan. Hakan, Bernd, wie ist denn die Resonanz hier so von den Fußgängern, von den Passanten auf eure Aktion? Die Resonanz, die ist sehr gut. Also die Leute kommen, die bleiben kurz stehen. Wir können sie natürlich auf den Punsch einladen. Funktioniert sehr gut. Die Tablet-Generation, eine ganz neue. Wolfgang hält sie jetzt gerade eins in der Hand. Xperia Z2. Vielleicht kannst du uns, unseren Zuschauern und Zuschauerinnen, mal ein paar Facts dazu mitteilen, also was die Besonderheiten von diesem Tablet sind? Also was dir bei den Tablets überhaupt allgemein schon mal sehr wichtig war, ist einfach, dass sie kleiner, handlicher sind wie ein Netbook dementsprechend, wo man jemand mitnehmen kann, einfach zu tragen oder in eine Arbeitstasche reinmachen kann dementsprechend. Sie haben natürlich die ganze Features von Android mit drauf. Das heißt, gerade wenn man jetzt ein Z2 hat und dann man hat ein Z1, so wie du, kann man es miteinander synchronisieren. Das heißt, es sind die gleichen Daten auf beiden Seiten im Prinzip drauf. Aber ich habe natürlich in der Größe eines Tablets natürlich wesentlich bessere Qualität von der dementsprechenden Bilder, was ich habe. Dementsprechend, ja. Und bin natürlich überall flexibel, kann überall arbeiten, egal, ich bin jetzt auch in der Fußgängerzone, wenn es sein muss, stelle ich mich hin und arbeite natürlich auch drin, ist natürlich klar, ist eine tolle, tolle Geschichte. Gibt es denn so besondere Trends jetzt, was dann, sehen wir von der Zielgruppe, auch junge Zielgruppen, gehen so auf diese Tablets oder ist das mehr so diese Smartphone-Generation? Das kann man eigentlich nicht mal sagen. Also was mich ein bisschen verwundert hat, es sind sehr viele Ältere sogar dabei, die teilweise nicht einmal einen Computer daheim haben, so 60, 65, 70-Jährige, die sich mit einem Tablet anfreunden, weil es einfach neu ist, die neue Generation. Die haben einfach eins übersprungen, den Computer haben sie teilweise gar nicht und gehen gleich aufs Tablet. Gell? Ja, ist sehr interessant natürlich. Also wie gesagt, wenn man den PC mal außen vor lässt, ist mir also auch schon aufgefallen, dass heute mittlerweile auch schon eine ältere Generation, Anführungsstriche, sondern auch mittlerweile sehr interessiert sind an solchen neuen, Gerätschaften. Ja, Wolfgang, jetzt das waren ja mal so, was die Smartphones betrifft. Generell kann man so die Trends, die sich abzeichnen, so die nächsten Zeit, würdest du so einen neuen Trend jetzt mal sagen, das kommt jetzt die nächste Zeit, die nächsten Jahre, wie geht's weiter? Was wirst du persönlich als Fachmann so sehen? Wie wird die nächsten Generationen denn so in diesem Marktsegment sich irgendwo fokussieren auf Smartphone? Was kommt als nächstes, diese Armbänder oder was wird kommen? Quasi eine Kombination von allem. Also die Smartphones, ganz klar, die haben sich durchgesetzt. Es ist heute schon schwer, ein normales Telefon überhaupt zu bekommen. Auch für uns als Händler sehr schwierig, überhaupt noch irgendwelche Markengeräte zu bekommen. Dann natürlich die Tablets, die sich immer mehr verbreiten. Man sieht es ja auch in der Stadt.
wenn man so durchläuft, laufen manche schon so rum und filmen dann dementsprechend. Und natürlich diese Armbänder, die werden sich mit Sicherheit auch noch sehr stark verbreiten, wo halt alles gemessen werden kann, Kalorienverbrauch, die Kalorien, wo man zu sich nimmt, was man an Kalorien verbraucht hat und so weiter. Das wird sehr stark kommen. Also die Armbänder wird bestimmt in 2-3 Jahren jeder fast ein Armband am Arm gelenkt. Darum können wir also auch der Zukunft weiterhin positiv entgegenblicken. Wir freuen uns auf neue Generationen. Wünsche dir natürlich und deinen Shops weiterhin viel, viel Erfolg. So, ihr Lieben, das war also unser Interview hier vom O2-Shop in Konstanz.